Wir stehen nackt im Wald mit einer Tarnunterhose bei Let's Play Wonderboy in Wonder Monster Notland. Ich denke immer, Monsterland ist, glaube ich, der dritte Teil von... Oh Gott, es kacken Sachen von... Und Müllbienen von oben runter. Schnell, du... das hätte wieder eine Kaskade von Fail sein können, aber sie ist es nicht gewollt. Jetzt soll ich vielleicht doch mal wieder mehr Skateboard fahren. Ernsthaft? Ernsthaft? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, rüber, rüber, rüber. Jetzt spucken sie auch noch Felsen auf meinen armen, nicht behellten Kopf. Oh Gott. I am so lucky. I am so lucky. Lucky, lucky, lucky. Aber das muss auch mal... Okay. Yay. Oh, oh Gott, ich sehe die Dinger nicht oben im Gebälk des Waldes, wo alle Bäume gleich hoch sind, selbst die im Hintergrund. Okay, die fallen einfach nur runter, wenn ich runter durchlaufe. Und da ist der Moskito Heinz! Shit. Dieses Momentum ist ein gräuslicher Graus. Okay, wie funktioniert denn das jetzt? Einfach hier rüber, okay. Kann man da überhaupt rüber? Na gut. Okay, rüber, Moskito. Springen und rüber und springen. So. Kalorienbomben vermisst herzlich. Oh Gott, da weiß man nie, was man tun soll. Zumindest ich nicht. Oh Gott, ich muss gucken. Oh. Wie funktioniert denn das hier? Blub, blub, blub. Okay, dann geht's wieder zu... Oh, Apfel. Können die keine Apfel runterspucken? Rausspucken? Ah, die haben eine ganz schöne Reichweite. Vor allem dann, wenn man noch springen muss, ist das schlecht. Oh Gott. Ach so, das ist nur der Hintergrund. Ernsthaft. Ernsthaft! Ich sehe bei dem Hintergrund nicht einmal, wie viele Kalorien ich noch übrig habe. Und ich muss alles wieder von vorne heizen. Oh, Penetration! Diese scheiß Leckkacke! Wo bin ich das letzte Mal draufgegangen? Wegen der Kalorienbomben, die mir fehlten und ich Angst hatte. Okay, da kann ich jetzt rüber. Blub, 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 blub. Und über das Feuer, über das hier, über das hier. Ich bin 3 mm. Vor dem verkackten tollen Ende bin ich draufgegangen beim ersten Mal. Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Ich hätte, glaube ich, mal nochmal nachgucken sollen. Kommt das Spiel gerade so laut vor? Ich überhaupt durchdringe mit meinem babyhaften Dings. Hallo? Da ist der Sprungknopf. Das ist der Sprung. Nein, schneller! Oh Gott, das ist jetzt... So. It's Legistan, Legistan. Na, okay, du kommst. Na, langsam, aber sicher. Wir haben nur... ein Leben. Wir müssen damit ein bisschen haushalten. Oh, ein wieder eine Triangel. Ein E. Ist das für Wonder Bay? Dass man seinen eigenen Namen buchstabieren darf? Weil wir gerade aus dem Kindergarten kommen und unsere hoffentlich noch minderjährige Freundin bald wieder kriegen. Immer bevor sie erwachsen... Das habe ich doch jetzt schon 2-mal gesehen. Deswegen hatte ich... Toll. Ja, gleich geht dir das Grinsen aus dem Gesicht. Ah! Also, du wirst so im das sind doch McPommes! Du stehst an der Kackstelle, Frosch. Nein, oh ja! Oh nein, oh nein, oh nein! Ha! Ja, give me the bananas! Nana Boy versus Hoppy! Oh Gott! Alles gut, alles gut. Wir sind bei der 3. Bringt sie uns was? Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Was ist irgendjemand? Und nochmal! Das komme ich. Ich meine, da komme ich drüber. Das komme ich. Gut, dass ich Hämmer habe. Ah, wieder die Tarninselfliegerstaffel. Einfach rüber. Okay, es fällt nicht runter. Na gut, die sind manchmal auch ein bisschen anders eingefärbt, dass man sieht. Und? Nein, ich wollte nicht Fußball spielen ins Todesloch. Zelda 2 Feuer. Oh. Okay, wie mache ich das denn jetzt?
Das ist echt eine fiese Herausforderung mit diesen zwei Superfeuern. An E-Mail. Ich weiß nicht, wie ich es überlebt habe. Ich will es aber nicht nochmal machen. So, okay. Ich weiß, wie du es nicht... Oh Gott, ich denke immer, da ist nichts am Boden, aber da ist Boden. Und ich denke, es fällt runter. Ernsthaft? Ich bin wieder an der schlimmsten letzten Herausforderung gefeilt. Ja, lass uns mal von links und rechts was abrubbeln, damit es besser irgendwo reinpasst. Dingelding. Ja, Punkte sind schon drauf, ich habe den Highscore des Lebens erzählt. Kein anderer Mensch kommt da jemals ran. Doch. Ich fürchte schon. Oh, das ist die Super Mario Bros. USA 2 Büste. Ohne Wüste. Yay! Turbo Space! Mit Eidechsen-Lurchis. Und Todeskorpion. Oh Gott, was macht... Nehme ich mit. Und drüber über die Rüben-Abreißer-Insekten. Ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, da... Sie kacken mir den Hut voll, wenn sie können. Ein G! Gebe ich Garantie! Aber ich komme garantiert nicht dran. Egal. Ja, gib mich The Mushroom. Ich will groß... Wie überlebe ich bis jetzt mit meinem geilen Skateboard? Skateboard-Strat! Ah, guck, wie ich es nicht schaffe. Bist du deppert? So. Nie rüber. Ja, diese Viecher. Diese Viecher. So, Knopf gedrückt halten, sonst kann man nicht rüber. Gut, dass mir das Spiel so früh diese Sachen bei... In den Bunker mit mir. Okay, zumindest die 4 ist bei mir. Bitte, jetzt keine Fiesimat... Tenten? Ha! A fire in the hole! Ich weiß nicht, warum man büblebüb. Es hat die Hupe! Die Hupe des Panzers vom Fire in the... Hole. Da kam von hinten ein Felsen. Aber er konnte mir nicht... Du bist tot! Okay! Ha! 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 Oh. Wir konnten uns ins Ziel retten, hinter die feindlichen Linien. Der General müsste bald an der vordersten Front auftauchen und dann hoffen wir, dass er keinen Schutzhelm trägt, damit wir unseren Granatenhämmern aus dem Zweiten Weltkrieg im Feuer unterm Hintern machen können. Yeah. Area 4. Round 4. Fight! Wir sind im Himmel. Mit einem Skateboard! Vielleicht soll ich... Ich weiß nicht, wie ich es überlebt habe... Vielleicht soll ich... Oh, die Eingeborenen! Ah, sie wollen sich rächen, weil ich sie getötet habe! Mit Unverwundbarkeit. Kalt. Oh Gott, der Hammer ist so wertvoll hier. Nur den kleinen Sprung machen. Nein! Ich meine, sie kacken und dann fällt's. Das ist eine Kackstelle. Also, ich... Hab das jetzt nicht geplant, das zu sagen, weil es passt, sondern... Da kann ich einfach... Da kann ich drüber? Okay. It's a bee! Okay, komm. Haha! Da warte ich. Ich warte auf die erste Cloud, die runterfällt. Mann, diese Kackvögel. Du weißt nicht... Ah, verdammt, ich habe keine Waffen, um euch aus eurem eingeborenen Leben zu befreien. Oh. Okay, ich kann... Oh Gott, selbst Gott will mich vernichten, obwohl ich nur meine entführte Freundin holen möchte. Gott ist mit dem Bösen. Ah, deswegen gibt es auch so viel Clankriminalität. Gott toleriert sie. Naja. Ich brauche nur eine Waffe, wenn ich gegen... Oh Gott. Gegen den Boss hier antreten soll. Just saying. So. Pff. Oh Gott, ich hasse dieses... Der Himmel ist voll von Scheiße. Ah, hämmert. Jetzt bloß nicht. Der hält mehr aus als sonst, oder? Aber das bringt ihm auch nichts. Oh, er hat Mantities.
Und er ist in Wirklichkeit ein Alien oder sowas. Wie viele Köpfe kann der haben? Ich möchte, dass, wenn ich ihn köpfe, das ist ja echt brutal für ein so junges Spiel, ne? Für Kinders und so weiter. Oh, komm, wir köpfen den Typen mit dem Hammer. Ich möchte gerne wissen, was man für Blut da für nötig ist. Ja, stumpfer Schaden und so weiter. Da muss man ja ewig draufhacken, bis der Kopf abfällt. Deswegen dauert es immer länger, weil der Hals immer dicker wird. So, wir sind in Welt 5. Super Mario World würde ich... Super Mario World. Yeah! In Super Mario Dingsbums. Wie heißt es noch gleich? Ich sollte mit Kalorien mal... Bitte wächst mal mehr in meinem Reichweitenzugriff hier. Danke! So, was haben wir da? Ah, Skateboard! Ja. Mein Besitztum! Ein Geschenk des Waldes! Da ist selbst Link neidisch. Er hat kein Skateboard, kriegt so eine scheiß Holz-Ocarina. Ah, obwohl er nie Musikunterricht hatte, ist einer Falk. Ein Naturtalent. Oh, wir sind in der eingeborenen Stadt, glaube ich. Aber diese Poles machen nicht viel. Diese Totem-Poles. Okay, da komme ich rüber. Ah, sie schicken uns ihre Lawinenwelt zu. Oh, schade, kein Skateboard, nur ein verdammter Maschmann. Ein Pilz, um es auf Deutsch zu sagen. Ich weiß auch nicht, warum ich so viel Englisch spreche gerade. Das schaffe ich. Das schaffe ich. Du bist zu klein. Guck höher. Ich habe manchmal das Gefühl, hier... Wie funktioniert denn das? Todesfrogger. So, weg. Ich habe gedacht, das fällt runter. Aber das tut's nicht. Oh, hier hätten sie mir noch ordentlich einen über den Bürzel wichsen können. Aber das haben sie nicht getan. Yeah. Also so langsam merke ich die steigenden Anforderungen bei dem Gedöns hier. Wobei das, man muss sich ein bisschen auf das Momentum einstellen und ich glaube, wenn ich meine Nostalgie... Oh, und wir haben sogar wechselnde Weltengrafiken mittlerweile. Und drüber, und drüber. Diese Feen, ich meine diese Bienen. Das bienenverkleidete Feen. Ernsthaft? Ha! 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 Nimm das Spiel! Ich habe dich ausgetrickst! Oh, ich bin sogar bei der 2 schon. Fuck! Verdammt, wer lässt dieses Feuer hier brennen? Dann gibt's ja keinen Brandschutz mehr auf. Oh, MacPom! Ah, wunderbar, das schöne Fett und der überdimensionierte Zuckeranteil in den Pommes, den es vielleicht auch nicht gibt. Oh, sie freuen sich des Todes! Ich wusste gar nicht, können die jetzt springen oder sah das nur so aus, weil ich sie direkt umgenatzt habe? Weil ich keine Fragen stellen wollte. Nana. Ah. Na verdammt, ich wollte rauskriegen. Ha, du kannst mich... Wer hat diesen spawnenden Felsen dahin gebaut? Das bringt ja immer irgendwie gar nichts. Oh, er wird direkt abgeblockt. Ist ja die Sanne gesagt, oh, schnell Feierabend machen. Felsen einbauen, fertig. Genau. Uff. Genau wie ich. Verdammt, wollte es auf... Wir müssen an der Nähe des Hornissennests sein. Warum also ausdifferenzierte Bosse designen, wenn man immer denselben mit einem anderen Kopf hinstellen kann? Ist das Goal hier in der... Oh, noch ein Felsen. Okay, der war besser designt. Da hatte der Designer seine Schicht wieder angefangen. Unter Tage. Nicht einfach so springen. Nicht einfach so springen. Das haben wir gelernt. Nicht einfach so springen. Okay. Wir haben uns durch die Felseneinöde gewolkt. Und jetzt wollen wir weiter in den Wald wahrscheinlich. Oder wieder erneut in den Himmel. Und über... Achso, es ist erst Runde 3. Okay, ich bin schon in der Eishöhle. Gedanklich weiter voraus. So, wo sind die blauen Gegner? Ich sehe nur blaue Eiszapfen. Wie im Mega Man 1 Gameboy Spiel. Bleiben sie aber nicht liegen. Also, im Mega Man 1 Gameboy Spiel war es etwas anders. Ich weiß nicht warum. Irgendwann haben die Leute angefangen, haben sie gesehen, ey, ja, vor Urzeiten, das war meine Fremdschämzeit. Ich konnte es nicht mehr selber ertragen, mir den Kram anzugucken, wo ich damals die Zeit, in der ich, falls das noch jemand weiß, falls noch irgendjemand aus dieser Zeit da ist, von meinen Zuschauern liest, als ich diese Mega Man oder Classic Mega Man Reihe gespielt habe, Buster Only, soweit es mir halt möglich... Fällt das nicht runter? Oh Gott, es ist noch Eisphysik da. Ein Schuh? Da wird ein Schuh.
Ich gehe fremd und bin im siebten Himmel. Da Fuck? Okay, ich kann jetzt von Luft und Liebe leben. Ich konnte nur in einen Rock gucken. Ist das gut, dass ich... Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist, aber ich nehme es mit. Wäre das eine Warp-Zone gewesen, von der ich nichts... Hätte ich dieses Schuh nicht ausgepackt, was wäre passiert? Werden wir es... Arsch! Anders? Ja, genau. Da muss ich jetzt mit einem weiten Sprung rüber, ansonsten wird's garstig. Hieß ich Carsten, hätte ich gesagt karstig. Nein, 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 no, 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 no! Ich hoffe, ich komme niemals versehentlich auf das andere Teil. Okay. Ei. Einfach drunter, einfach drunter, einfach drunter. Irgendwo war der Schuh, aber ich weiß nicht mehr, wo er war. Das ist toll. Oh, das ist in der Tat toll. Oder ist der Schuh jetzt für alle Zeiten weg? Das kommt mir nämlich gerade nicht zu... Was? Ich kann durch die Decke springen? Oh, oh Gott, dieses Rumgerutsche. Das fällt bestimmt runter. Ja. Oh Gott, 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 oh Gott. Bitte komm zurück. Ernsthaft. 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 Damit man sie möglichst schlecht sieht, während man durch das Level rutscht. Okay, da komme ich rüber, da komme ich rüber. Da komme ich rüber. Oh Gott, da muss ich... Ja, genau, genau. Positioniert die Kacke genau da. Ich mit. Na, oh verdammt. Wegnehmen. Okay, jetzt sind wir da. Okay, wir sind nicht da, wir sind jetzt bei 4. Und diese E-Mail-Banane möchte ich mitnehmen. Ah, mit Wi-Fi-Anschluss. Damit der Magen direkt nachbestellen kann. Dich habe ich gesehen. Weiß nämlich nicht, ob die Regel des Durchlaufens hier noch zutrifft. Aber zum Glück ist kein Ceiling an der Decke, oder? Was ja eigentlich... Nein, nein, nein. Ich habe das Gefühl, es ist nicht so gut zu springen, um Momentum zu verlieren, weil... Oh Gott! Wie mache ich das jetzt? Genau! Das ist so gemein! Das ist so gemein! Oh. Fuck! So. What? Come on! Dieses Kackteil! Vielleicht... Die Spielphysik ist kacke! Es ist so unfair! Es ist so unfair! Und jetzt! Okay, man darf nicht in einem durch. Das ist Geld nicht. Sollen wir uns denn sowas bieten lassen? Oh nee, dies, oh, das ist so ein Scheiß. Okay, wie macht man das jetzt? Und? Ernsthaft? Holy shit. Es war Licht, schlicht und ergreifend der letzte Kacksprung mal wieder. Ah. Oh. Oh. Ich glaube, ab der nächsten Episode muss ich wieder dazu übergehen, nur eine Welt pro Folge zu machen. Ah, wieder im geilen Wald. Ich bin Eisphysik gerade gewohnt. Aber das faire Spieldesign fehlt mir. Finicky rumgejumpe. Oh, die Hitbox ist zu meinen Gunsten gewesen. Sehr gut. Okay, ich habe schon keine Doll mehr gefunden, glaube ich. Yeah, ich kann mich meiner eigenen Haut erwehren. Wir brauchen also auch mehrere. Nein, ich will nicht auf die Scheißschnecke. Okay, der geht ein bisschen zu früh hoch. Das
Kommt die? Das war eben nur Glück und Zufall, dass ich es überlebt habe, offensichtlich. Ich will mehr Schuhe haben. Ich bin mit der wilden Fickfee wieder in den Orgienhimmel. Was? Wieso kommen da jetzt zwei? Schule meine Brüder. So, jetzt kommt der da. Okay, einfach oben. Dieses fucking Momentum. Dieses fucking Momentum. Dieses fucking fuck Momentum. War... Ah, doch, ich hab's bis zum ersten Checkpoint geschafft, aber ich bin nicht allzu... Dann hab ich schon wieder vergessen. Ah, du warst es gewesen, auf dessen Kopf ich landete. Lasst uns den Teil, den du ohne Waffe machen musst... Lass uns ihn so schwer wie möglich machen und danach, wenn du eine Waffe hast, brauchst du sie kaum. Ja, ist klar. Ah, nehm ich mit. Sag ich doch, der Checkpoint war super easy im Vergleich zu dem, was vorher war. Der Outer Space Vergewaltiger von hinten. War der vor dir oder erst nach dem Checkpoint? So, nicht zu schnell, auch wenn der Leck nachlässt. Los, go, go, go. Wieso springst du und wieso dein Vorgänger springt nicht? Wieso ich reden schlecht? Yoda-Deutsch. Ah, ich wusste, da kommt was. Ohne Kompass. Ich erwarte den Felsen von hinten noch. Ding, dong, dong, dong. Okay, das Schlimmste im Level war der Anfang. Ding, ding, ding. Okay, er hat mit seiner Hand was hochgehalten, hat gesagt, ey, ich will doch nur eine Brofist machen, ich bin der gute Kerl. Ich habe nur die Jungfernhäutchen an der Freundin wieder angeklebt. Damit es nicht auffällt. Ich rede hier gerade Müll. Ich kehre zurück in die Steinzeit, als ich Mega Man gespielt habe. Buster Only, von Kommentarstil her. Furchtbares Zeug. So, Area 60, 61. Aber das passiert erst nächstes Mal. Ciao.